So obviously, I'm trying to just give a little bit of history for where our story came from. Ich gebe ein bisschen. I'm not saying where. Ja, ich gebe ein bisschen Geschichtswissen her, wo unsere Geschichte herkam. How is this relevant to you? Und wie ist das überhaupt relevant für dich? This story is part of your story. Diese Geschichte ist Teil deiner Geschichte. How you became human. Wie ihr Mensch wurdet. This is the events that shape human religion and human culture. Das sind die Ereignisse, die die menschliche Kultur und Religion geformt haben. It shaped human consciousness. Das menschliche Bewusstsein wurde dadurch geformt. And when Gerard first kind of worked out his ideas and published them. Und als Gerard zuallererst seine Ideen veröffentlicht hat, most atheists were quite excited about his work. Die meisten Atheisten waren sehr begeistert über seine Arbeit. Because it was a completely natural way of explaining the rise of religion. Weil es hat für sie wirklich wie Religion überhaupt entstanden ist erklärt. What they did not know is that God was busy dealing with Gerard himself. Und was sie nicht wussten war, dass Gott dabei war mit Gerard, sich zu beschäftigen. In fact, Gerard was he was born into a Catholic family, but he wasn't a practicing Catholic. Also Gerard wurde in eine katholische Familie hineingeboren, aber er war kein praktizierender Katholik. When he began these discoveries. Als er diese Entdeckungen machte. But there was a period in his life where he had a bit of a health scare. Und da gab's eine Zeit in seinem Leben, wo er ein Gesundheitsproblem hatte. And one day he decided to just pop into a church. Und dann hat er sich einmal entschlossen, ich gehe einfach mal in eine Kirche. And in front of him was a Bible. Und vor ihm lag eine Bibel. He started reading scriptures. Und er hat angefangen, die Schrift zu lesen. And to his utter surprise, the Bible followed the same structure as the many myths that he studied. Und zu seiner großen Überraschung hat er in der Bibel die gleichen Strukturen gefunden wie in den Mythen, die er studiert hatte. But with one big difference. Mit einem großen Unterschied. The areas of blindness where the myths try to avoid. Und diese Bereiche, wo in den Mythen die Leute praktisch so ihre Augen verschlossen haben. The Bible will pause and say, let's look at this more carefully. Da hat die Bibel angehalten und hat gesagt, lass uns diesen Punkt genauer anschauen. So, for instance, the myths don't want to spend a lot of time on the act of murdering our scapegoat. Also diese Mythen, die haben nicht sehr viel Zeit damit verwendet, diesen Akt, den Sündenbock zu töten, darzustellen. They want to move over that event quickly. Sie wollen dieses Ereignis schnell überspringen. Either the person was undoubtedly guilty, they deserved to die. Entweder war die Person zweifellos schuldig und sie musste sterben, sie hatte den Tod verdient. Or he was a hero that gave himself in a sacrifice. Oder er war ein Held, der sich selbst als Opfer dargebracht hat. The Bible kind of, and you know, from that event, all the new communities were born. Und als aus diesem Ereignis wurden all die neuen Gesellschaften gegründet. Now, Gerard was surprised that the Bible also tells us that the first city, the city of Enoch, was founded by the first deaf. By the first murderer. Erstaunlicherweise hat Gerard herausgefunden, dass die erste Stadt von Henoch gegründet wurde durch einen Mord. But this is the difference. The Bible, when it speaks about Cain and Abel, it is clear that it's murder. Aber das ist der Unterschied. Also in der Bibel wird ganz klargestellt, also zwischen Cain und Abel in der Geschichte steht da ganz klar drin, dass der eine den anderen umgebracht hat. Abel wasn't undoubtedly guilty. Und Abel war auch nicht schuldig, der hatte nichts Schlimmes getan. Neither did he sacrifice himself. Und er hat sich auch nicht selber geopfert. It was murder. So, es war eindeutig, Cain hat ihn umgebracht.
So he started reading more of the scripture. Dann hat er mehr von den Schriften gelesen. And there's a beautiful book in which Gerard speaks about his encounter with Jesus. Und da gibt's ein sehr schönes Buch, wo Gerard darüber schreibt, wie er Jesus begegnet ist. And about how this whole story unfolded. Und wie sich seine ganze Geschichte dann weiterentwickelt hat. We'll get to how this story is included in Christ tonight. Und wir werden da heute Abend noch drüber sprechen. But I just wanted to give you a little bit of a taste where we go. Ich wollte einfach einen Vorgeschmack euch geben, wo wir hingehen. Now I want to kind of focus in more on this evolution of religion. Und ich will euch jetzt noch ein bisschen davon erzählen, wie die Religion sich entwickelt hat. And how the Bible begins to interact with this story. Und wie die Bibel anfängt, mit der Geschichte sich zu verknüpfen. You see, the Bible did not fall out of heaven as a complete revelation. So, die Bibel ist nicht aus dem Himmel gefallen als komplette Offenbarung. The Bible was written in little pieces over thousands of years. Die Bibel wurde in verschiedenen, also verschiedene Teile wurden geschrieben und das hat sich über einen langen Zeitraum hingezogen. And it was written in the context of a community. Und die Bibel wurde auch von Menschen geschrieben, die in Gemeinschaften lebten. Where the practice of sacrifice was universal. Wo diese Praxis von Opferbringen, das war gang und gäbe. And so the Bible begins to engage with the ideas that are relevant in its time. So, die Bibel hat auch die Dinge einfließen lassen, die zu ihrer Zeit wichtig waren. Some of the oldest portions of the Bible still has a polytheistic view, believes in many gods. Einige der ältesten Teile der Bibel haben auch so eine Mehrgöttervorstellung in sich. So, for instance, in Deuteronomy, the song of Moses is one of the oldest portions of the Bible. So, in Deuteronomy, fünfte Buch Mose, das Lied von Mose, das Lied von Mose ist eine der ältesten Teile der Bibel überhaupt. And in there is a little portion that we found very difficult to translate. Und da gibt's einen kleinen Teil, wo wir sehr Schwierigkeiten damit haben, den zu übersetzen. It says when Elyon, the Most High God. Und da heißt es, wo Elyon, der höchste Gott, divided up the nations. Die Nation aufgeteilt hat. He divided them up according to the number of angels is how we translate it. Da hat er sie eingeteilt gemäß der Anzahl der Engel, so ist bei uns übersetzt. But the most ancient Hebrew text that we have is quite clear. He divided them up according to the number of sons of El. Und aber wenn man den Originaltext im Hebräischen liest, dann hat er die Nation aufgeteilt gemäß der Anzahl der Söhne von ihm, von Gott. So this is one of the most ancient texts in the Bible that still has a polytheistic view. Also das ist ein sehr alter Teil der Bibel, wo es immer noch diesen viel Gott-Glaube gab. Where there is one God that is the highest God. Da gibt's einen Gott, der war der höchste Gott. And then he's got a circle of children around him. Und dann hat er eine Anzahl von Kindern um sich. And then there's a third row of high-ranking officers. Und dann gibt's eine dritte Riege von hochrangigen Offizieren. And he says, El divided the nations according to how many sons he had. Und da heißt es, dass dieser Gott die Nation aufgeteilt hat. Jeder Sohn hat einen Anteil bekommen. And to Yahweh, which was one of the sons of El, und, he gave Israel. Und Yahweh war einer der Söhne von El und ihm hat er Israel gegeben. Is this news to you? Yes. Ist das für euch neu? So in some of your most ancient texts, they are still developing their idea of one God. Also in einem der ältesten Texte, da waren sie noch dabei, diese Idee von nur einem Gott zu entwickeln. And Yahweh is, we're trying to fit him in, he's one of the sons of God. Und Yahweh, wo passt er da rein? Er war eine der Söhne Gottes. Later on,
we see in that same text we see that Yahweh is in competition with his brothers. Und dann sehen wir später im Text, dass Yahweh im Widerstreit zu seinen Brüdern stand. He's fighting with them. Er kämpft mit ihnen. He's the best warrior. Er ist der beste Kämpfer. The other gods don't compare to Yahweh. Die anderen Götter können sich mit ihm nicht vergleichen. There is no God like our God. Da es gibt's keinen Gott wie unseren Gott. We still sing those songs. Ja, diese Lieder singen wir immer noch. And we thinking we sang there's no other God. Und wir denken, wir singen, da gibt's keinen anderen Gott. But the people who wrote it meant none of the other gods compares to our God. Aber im Ursprung heißt es, keine der anderen Götter kann sich mit ihm vergleichen. We know you have your own gods. Wir wissen, ihr habt eure eigenen Götter. But ours is the best. Aber unser ist der beste. And then we get to a text in the Psalms. Dann kommen wir zu einem Text in den Psalmen. Where Yahweh finally gets so upset with his brothers. Als Yahweh sich so aufregt über seine Brüder. Because they are not judging fairly. Weil sie nicht gerecht richten. This is a text that Jesus actually quoted. Das ist ein Text, den Jesus zitiert. But in its original writing in the Hebrew text, Yahweh says, though you are all sons of God, you will die like men. Und im Originaltext heißt es, obwohl ihr alle Söhne eines Gottes seid, werdet ihr sterben wie Menschen. In the Hebrew development of theology, in der hebräischen Entwicklung der Theologie, they had to have a transition from many gods to one God. Da mussten sie ja diesen Sprung finden von dieser Vielgötterei zu einem Gott. And part of that transition is Yahweh decided the other gods are going to die. Und wie das dann kam, war, dass Yahweh sich entschieden hat, alle anderen Götter werden sterben. This is just a little taster for you to see that theology and ideas develop. Das ist nur so für euch so ein kleiner Geschmack, damit ihr sehen könnt, dass Theologie und Ideen sich entwickelt haben. But the most important aspect that I want to show you how it developed is the idea of sacrifice. Aber der wichtigste Punkt in diesem ganzen Ding ist diese Idee von diesem Opfer. The Bible, the Old Testament have got many contrary sayings about sacrifice. Und im Alten Testament oder in der Bibel gibt es sehr unterschiedliche Aussagen über dieses Opfer. For instance, in Leviticus, the priests write that when we left Egypt, God gave us exact prescriptions of how to sacrifice. Und in 3. Mose, ne? Leviticus, keine Ahnung. Ja, 3. Mose. Da, Leviticus, da schreibt, da schreiben sie, dass Gott genaue Angaben gegeben hat, wie man opfern soll. But then some of the prophets, like Jeremiah, writes the following. Und Jeremia, also der Prophet Jeremia hat das folgende geschrieben. Whoever gave you the idea that I want sacrifice? Wer hat euch je die Idee gegeben, dass es mir nach Opfer verlangt? When you left Egypt, it wasn't me that gave you instructions. Als ihr Ägypten verlassen habt, da habe ich euch nicht die Anweisung gegeben. Some of the other prophets write, your sacrifices and offerings, I don't want them. Und in den anderen Propheten stehen auch Stellen, wo Gott sagt, ich möchte eure Opfer nicht. But some of the priests are writing that this is exactly what God wants and you better pay up. Und einige der Priester haben aber auch geschrieben, genau das hat Gott verlangt und ihr zahlt besser euren Zehnten oder euren Obolus, sonst wird's bis enden. Can you see that there's a struggle in the text? Könnt ihr sehen, dass es da einen Widerspruch im Text gibt? The older the text, je älter der Text, the more violent God is. Umso gewalttätiger ist Gott, ja. And the later the text developed, the more distance is placed between God and violence. Und je neuer der Text ist, umso mehr findet man, dass Gott sich von der Gewalt distanziert. This is a profound development. Das ist wirklich eine sehr tiefgreifende Entwicklung. In the oldest text we've got areas where God says, I am so mad. In den älteren Texten gibt es Stellen, wo Gott sagt, ich bin so böse. I'm gonna grab my sword and I'm gonna slaughter everyone, whether they're righteous or unrighteous. Ich bin so wütend und ich werde alle umbringen, ob sie jetzt gerecht oder ungerecht sind. It is kind of a reflection of the madness that
comes into people. Das ist eigentlich, in the midst of war. Das ist eigentlich so eine Art von Reaktion, die die Menschen zeigen inmitten vom Krieg. And I think as they meditated on the things they've written, they started realizing that we've projected our own violence onto God. Und ich denke, dass es so passiert ist, dass die Menschen ihre eigenen gewalttätigen Gedanken auf Gott projiziert haben. So as the story develops, God becomes a little bit more reasonable in his violence. Und so wie sich die Geschichte entwickelt, wird Gott immer mehr, naja, nachvollziehbarer in Bezug auf Thema Gewalt. He's still mad. Er ist immer noch ab und an sehr böse, sehr wütend. He still wants to kill somebody. Er möchte immer noch einige töten. But now he's gonna at least make a distinction between the righteous and the unrighteous. Aber wenigstens macht er dann gegen später den Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten. As the story develops even further. Und während sich die Geschichte noch weiterentwickelt, people become uncomfortable with even that level of violence. Da wird es den Leuten immer ungemütlicher, sogar mit dieser Ebene von Gewalt. And they remove God from the act altogether. Und dann nehmen sie Gott ganz von der Bühne. God simply hands over one nation into the hands of another nation and let them do the deal. Dann ist es eigentlich eher so, dass Gott eine Nation in die Hand einer anderen Nation gibt und lässt sie die schmutzige Arbeit machen. He doesn't get involved himself. Er ist gar nicht mehr involviert. Oder nicht mehr ganz praktisch involviert. Can you see the story developing? Könnt ihr sehen, wie sich die Geschichte entwickelt? The story of sacrifice as well. Und auch die Geschichte in Bezug aufs Opfer. Here are people who are part of a world in which sacrifice is absolutely necessary and natural. Da leben Menschen in einer Gesellschaft, wo das Opfer absolut notwendig ist und auch ganz normal. When God tells Abraham, sacrifice Isaac. Und als Gott zu Abraham sagt, er soll Isaac, seinen Sohn, opfern. He's not surprised. Da ist er gar nicht erstaunt. Would we be surprised today if God asked you to kill your son? Wären wir heute erstaunt, wenn Gott zu dir sagen würde, du sollst dein Kind töten? But Abraham lives in a world where this is what you expect the gods to ask. Und aber Abraham hat in einer Zeit gelebt, wo das ganz normal war, dass Gott sowas von dir verlangen konnte. So he doesn't question it. He Deswegen stellt er es gar nicht in Frage. Er bereitet alles vor. And so many of the scholars who looks at this text says maybe this is a transition from human sacrifice to animal sacrifice. Und viele Gelehrten, die sich diese Stelle angeschaut haben, haben gesagt, vielleicht kommt da jetzt dieser Wechsel von diesem Menschenopfer zu Tieropfer hin. Maybe it's unreasonable to take people from A to Z. Maybe we must take them from A to B. Ah, vielleicht ist es nicht, macht es keinen Sinn, die Leute von A gleich zu Z zu nehmen, sondern man nimmt sie von A erstmal zu B. Also das Opfer nicht gleich abschaffen, sondern halt durch ein Tieropfer ersetzen. You see, human sacrifice was just as prevalent in ancient Israel as it was in the other pagan nations. Und wisst ihr, weil Menschenopfer war auch in Israel früher gang und gäbe, genau wie in den Heidennationen um sie herum. Remember the one king was in a war. Erinnert euch an die eine Schriftstelle, wo der eine König im Krieg war. And he was busy losing the battle. Und er war dabei, den Krieg zu verlieren. And he thought, ah, I know what will twist the arm of God. Und dann hat er gedacht, jetzt weiß ich, womit ich den Arm Gottes bewegen kann. Sacrifice. Opfer. So he prays and he says, God, I promise, I will sacrifice the first person that comes out of my house. Genau. Und if you give us the victory. Und dann hat er Gott versprochen, also wenn du mir den Sieg gibst, dann werde ich die erste Person opfern, die mir entgegenkommt aus meinem Haus heraus. And apparently God finds this promise so appealing that he immediately gives the victory. Und offensichtlich fand Gott dieses Angebot so positiv, so gut, dass er ihm, dem König, gleich den Sieg gegeben hat. And the man goes, the king goes home and his daughter comes out of the house. Und der König kommt nach Hause und seine Tochter kommt aus dem Haus And heraus. He sacrifices her in honor of Yahweh. Und er hat sie geopfert
Ehrerbietung Jahwe gegenüber. And we still celebrate that king as an example of faithfulness. Und wir feiern immer noch diesen König als ein Beispiel der Treue. When Jeremiah says, stop sacrificing your children. Als Jeremia geschrieben hat, hört auf, eure Kinder zu opfern. He says so because people were doing it. Er hat das deswegen geschrieben, weil es tatsächlich passiert ist. And why were they doing it? Warum haben sie es getan? Because the text is clear in Exodus. Weil in 2. Mose ist der Text ganz klar. Give me the firstborn. Gib mir den Erstgeborenen. Of your sons. Deiner Söhne. This wasn't a spiritual thing. Das war keine geistliche Sache. He also says, give me the firstborn of your donkeys. Er hat auch gesagt, gib mir den Erstgeborenen deiner Esel. Of all your animals. Von deinen ganzen Tieren. And what he meant by give is sacrifice. Und mit gib mir bedeutet es, zu opfern. They didn't hyper-spiritualize. Das war jetzt nicht eine hypergeistliche Sache. So this is why Jeremiah later on says, stop doing this. Deswegen hat Jeremia später geschrieben, hört auf, das zu tun. In fact, he finds this practice so contrary to the nature of God. Jeremia hat dieses Vorgehen so gegensätzlich der Natur Gottes angesehen. That he says God looked at it and said, this never occurred to me. Dass Gott hat, Jeremia hat geschrieben, dass Gott sich das angeschaut hat und gesagt, das wäre mir nie in den Sinn gekommen, sowas zu fordern. Can you believe it? People can do things that never occurred to God. Kannst du dir vorstellen, dass Menschen Dinge tun, wo Gott sagt, das wäre mir nie in den Sinn gekommen? Ezekiel says the same thing. Ezekiel sagt das Gleiche. Now Jeremiah and Ezekiel tries to explain their past religious practices differently. So Jeremia und Ezekiel haben die vergangenen religiösen Erlebnisse unterschiedlich dargestellt. Jeremiah tries to say, you misunderstood God. This was never his purpose. Ja, Jeremia hat immer gesagt, ihr habt Gott missverstanden, das war nie seine Absicht. Ezekiel kind of knows that he can't deny this is in their history and in Exodus. Und Ezekiel ist sich klar, dass man das eigentlich nicht so sagen kann, weil es ja in 2. Mose steht, also man kann es nicht ganz leugnen. So he gives a totally different explanation. Und deswegen erklärt er die Geschichte anders. So he says, God was mad at you. Er hat gesagt, Gott war wütend auf euch. So he gave you evil commandments. Deswegen hat er euch böse Anweisungen gegeben. To sacrifice. Opfer zu geben. But he's not that mad anymore. Aber jetzt ist er nicht mehr so zornig. So you must stop your sacrifice. Deswegen musst du deine Opfer aufhören. They've got different arguments. Das ist eine unterschiedliche Erklärung. But they all come to the same conclusion. This is a practice of the past that we need to change. Aber sie kommen beide zum gleichen Ergebnis. Das ist eine Praxis der Vergangenheit, die sich ändern muss. Can you see ideas develop? Könnt ihr sehen, wie sich Ideen entwickeln? So Jeremiah at one stage gets very bold. Jeremia wird an einer Stelle sehr kühn. Because the scribes and the priests come to him and says, why should we listen to you? Weil die Schriftgelehrten und die Priester kamen zu ihm und haben gesagt, warum sollten wir dir zuhören? We have the scripture. Wir haben doch hier die Schrift. We have the law. Wir haben das Gesetz. And how does Jeremiah respond? Und wie antwortet Jeremia? He says, your scripture, your law. Er sagt, deine Schrift, dein Gesetz. Is the product of the lying pen of the scribes. Ist das Produkt des lügenden Stiftes der Schriftgelehrten. Can you believe that that's in the Bible? Kannst du dir vorstellen, dass sowas in der Bibel steht? In Jeremiah 8, verse 8. In Jeremia 8, Vers 8. And it says, your law, which was for them the first 5 books of the Bible. Und euer Gesetz, das war für damalige Zeit, das waren die ersten 5 Bücher Mose. What I want to show you is that the text is arguing with itself. Was ich euch damit sagen will, ist, dass der Text mit sich selber kämpft oder diskutiert. It was saying, we need to develop
a better picture of God. Das ist, es heißt, wir müssen ein besseres Bild von Gott entwickeln. Because the story that we wrote was just a projection of our own confusion. Weil die Geschichte, die wir geschrieben haben, war nur eine Projektion von unserer eigenen Verwirrung. It was the first drawing that the toddler made. Das war so praktisch das erste Bild, was dein Dreijähriger gezeichnet hat. And God didn't just rip up the picture and say, no, we must do this accurately. Und Gott hat nicht einfach das Bild zerrissen und hat gesagt, nein, das müssen wir jetzt hier korrekt zeichnen. Like a good parent, he says, we're gonna continue developing this picture. Wie ein gutes Elternteil hat er einfach gesagt, okay, wir entwickeln dieses Bild jetzt weiter. I'm gonna continue conversing with you. Ich fahre fort, mit euch Konversationen zu betreiben und mit euch zu sprechen. Until we can persuade you of a better position. Bis ich euch überzeugen kann von einer besseren Position. Until the fullness of time. Bis die Zeit erfüllt ist. In which humanity is ready to hear something new. Bis dann die Menschheit bereit ist, was Neues zu hören, als die Zeit erfüllt war. And in the fullness of time Jesus comes. Als die Zeit erfüllt war, kam Jesus. To paint a radically different picture of God. Um ein völlig anderes Bild von Gott zu zeichnen. A God who doesn't justify your violence, but a God who suffers your violence. Ein Gott, der nicht deine Gewalt irgendwie rechtfertigt, sondern der deine Gewalt erleidet. A God who enters into the heart of our story. Ein Gott, der in das Herz unserer Geschichte hineinkommt. So that he can turn it inside out from being in the middle of it. So dass er diese Geschichte verändern kann, aber indem er mitten in dieser Geschichte ist. God doesn't just write us a letter and say, you interpreted it wrong, here's the right interpretation. Gott hat nicht uns einen Brief geschrieben, hat gesagt, ihr habt es falsch interpretiert, hier ist die richtige Interpretation. Rather, he becomes part of our story. Sondern er wird Teil unserer Geschichte. So that he can take us back to the event that formed our consciousness. So dass er uns zurücknehmen kann zu diesem Ereignis, das unser Bewusstsein geformt hat. Take us back to the event in which we misinterpreted God, our victim and ourselves. Er nimmt uns zurück zu diesem Moment, wo wir alles falsch interpretiert haben, Gott, das Opfer und selbst. And give us a new interpretation of what actually happened. Und er gibt uns eine neue Interpretation, was tatsächlich passiert ist. So the story develops through the text. So diese Geschichte entwickelt sich durch den Text. I grew up with the idea that the Bible is the inerrant word of God. Ich bin aufgewachsen durch die mit dieser Lehre, dass die Bibel das wortwörtlich geschriebene Wort Gottes ist. That everything it says historically, scientifically and in every other way is absolutely true. Dass alles, was da drin steht, historisch auf jeder wissenschaftlichen Ebene überall richtig ist. And that attitude has blinded me to the message of the scripture. Und diese Haltung hat mich blind gemacht der Aussage der Schrift gegenüber. What has opened my eyes and given me a greater appreciation of the scripture than anything else. Und was mir persönlich geholfen hat, in größeren Blick oder den richtigen Blick auf die Bibel zu finden, ist the appreciation that there's a conversation happening. Ist dieser Punkt, dass da eine Konversation passiert ist. That these aren't ideas set in stone. Das sind nicht Ideen, die in Stein gemeißelt sind. But rather this is a story that helps us transform the way in which we tell stories. Sondern dass es eine Geschichte ist, die uns hilft, andere Geschichten zu entwickeln. It's a story that invites us to enter into a conversation. Das ist eine Geschichte, die uns einlädt, in dieses Gespräch mit Gott einzutreten. Because I think what happened in humanity's history of growing up from toddlers to mature humanity. Weil es ist im Grunde auch so, dass eine Menschheit in Kindheitsschuhen gesteckt ist und ist dann erwachsen geworden. I think in our personal development there is always also stages in which we created myths. Und ich denke auch in unserem eigenen Leben gab es immer Stadien, wo wir auch so Mythen erfunden haben. In which we misinterpreted
the role of God, our own role and the roles of others in our story. In unserem Leben gab es immer Zeiten, wo wir auch die Rolle Gottes, unsere eigene Rolle und die Rolle von anderen Menschen missinterpretiert haben. The revelation of Christ is supposed to bring us into a new light. So die Offenbarung von Christus soll uns in ein neues Licht bringen. Where we see God differently. Wo wir Gott anders sehen. Where we see ourselves differently. Wo wir uns selbst anders sehen. And where we see others differently. Und wo wir andere anders sehen. Now, I will, you know, go into that process of conversion much deeper tonight. Und ich werde Conversion, Bekehrung? Transformation of thinking. Okay, ich werde in diesen Bereich Veränderung des Denkens heute Abend noch mal sehr tiefer einsteigen. Which is Bekehrung. Ja. Also Veränderung des Denkens ist eigentlich die Bekehrung. Ja. Yeah. So, what I wanted to emphasize in this session. Was mein Hauptpunkt ist heute Morgen. Is in the context of the history of humanity. Wenn du die Geschichte der Menschheit anschaust, where religion began as a profound misunderstanding. Wo die Religion angefangen hat, aber mit einem großen Missverständnis of how God is involved in the creation of our community. Wie man Gott einbezogen hat in Gemeinschaftsvorgänge. How God is involved in violence and sacrifice. Wo Gott seinen Platz gekriegt hat in Bezug auf Gewalt und auf Opfer. That story that has become a universal story of human development. Diese Geschichte, die eine universelle Geschichte geworden ist, von der Menschheitsentwicklung gesehen, undergoes an intense criticism within the biblical revelation. I didn't get the point. It that story undergoes intense criticism. Okay, also das, was ich euch erzählt habe, das wird von der biblischen Auslegung kritisiert. And it starts offering us alternative interpretations. Und die strengen Bibelgläubigen, jetzt nenne ich sie mal so, die sagen, das sei eine alternative Auslegung. Nein. Die Bibel kritisiert diese genau. Sichtweise selbst. Die Sichtweise des Sündenbocks kritisiert die Bibel selbst. Okay. And so it offers us new ways of understanding human development. Und sie gibt uns neue Wege, um menschliche Entwicklungen zu verstehen. It gives us new ways of understanding God. Sie gibt uns neue Wege, um Gott zu verstehen. But it doesn't begin with just perfect statements. Aber sie fängt nicht an mit so perfekten Aussagen. Because that would not work. Weil das funktioniert so nicht. It begins with where we act. Sie fängt damit an, wo wir halt stehen. We still sacrificing our children. Wir opfern immer noch unsere Kinder. God begins talking to us at the level that we can understand. Gott fängt an, mit uns zu reden an dem Punkt, wo wir stehen. If this is the only bloody language you understand. Wenn das die einzige blutige Sprache ist, die du verstehst. Then I'll speak on that level. Dann werde ich zu dir sprechen, deine Sprache. And say, let's take you to the next step. Und dann wird Gott sagen, so, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Let's help you move away from sacrificing your children to sacrificing animals. Lass uns mal weggehen von diesem Kinderopfern zu diesem Tiereopfern. But what makes the story powerful is that it includes both our misunderstandings and its development. Aber was die Geschichte so kraftvoll macht, ist, dass sie unser Missverständnis mit einbezieht, als auch diese Entwicklung, die Menschheit gemacht hat. For instance, in the book of Job. Zum Beispiel in Hiob. I think it's about chapter 42. Ich glaube Kapitel 42. God tells one of Job's friends. Gott sagt zu einem der Freunde von Hiob. The things that you've said about me are lies. Die Dinge, die du über mich gesagt hast, sind Lügen. Now we've got 42 chapters in which he said things. Ja, in 42 Kapitel haben sie Sachen gesagt. And how many people will quote any of those chapters and say it is in the Bible? Ja, und es gibt Leute, die zitieren dann diese Aussagen und sagen,
sie, es steht doch in der Bibel drin. Whereas God himself apparently said, there's things written in the Bible about me that are lies. Da Gott sagt aber, dass das sind Dinge über mich in der Bibel ausgesagt worden, die Lügen sind. Wow. Wow. Ja, wow, yeah. So this approach to the scripture, I want to tell you, has increased my appreciation for the text. So, und wisst ihr, diese Herangehensweise an die Bibel hat für mich meine Hochachtung vor der Bibel sehr viel größer gemacht. So don't be afraid of moving away from the other attitude. Ja, also hab keine Angst, diese andere Herangehensweise an die Bibel zu verlassen. Because very often you can find 10 people that all affirm the Bible is the inerrant word of God. Weil du kannst 10 Leute finden, die alle sagen, dass die Bibel das wortwörtliche Wort Gottes ist. But if you ask them what it means in terms of what it says about God. Aber wenn du sie dann speziell fragst, was bedeutet das jetzt in Bezug auf Gott? You'll find 10 different opinions. Dann wirst du 10 verschiedene Aussagen und Meinungen finden. The only thing that they agree on is it's the inerrant word of God. Das Einzige, wo sie übereinstimmen, ist, dass sie sagen, das ist das geschriebene, wortwörtliche Wort Gottes. But they can't agree on anything about what it says. Aber was die tatsächlichen Aussagen anbelangt, können sie sich nicht übereinstimmen. We are always interpreting. Jeder von uns interpretiert. Whenever you read, you interpret. Weil immer wenn du was liest, dann interpretierst du. And so this acknowledgement of the development of meaning in the story is a benefit. So für mich ist es sowas von hilfreich, diese Herangehensweise, dass ich sage, da ist eine Geschichte, die hat sich entwickelt. I have 5 or 10 minutes in which I want to quickly summarize what we've done. So, ich möchte 5 bis 10 Minuten nehmen, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Because this afternoon we're going to break into small little groups. Weil heute Nachmittag werden wir so Kleingruppen bilden. Where there's going to be discussion and each group's going to develop a question. Wo wir uns austauschen und jede Gruppe wird eine Frage sich. So I hope these sessions have stirred some questions. Ich hoffe, dass heute Morgen oder auch gestern Abend, dass ihr Fragen entwickelt habt oder dass sie aufgewühlt worden sind. And that's good. Das ist sehr gut. Because questions can take us places where answers can't. Weil die Fragen können uns an Orte führen, wo Antworten uns nicht hinbringen. So let me give a quick summary. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung bringen. We started last night by saying, God has a vision of beauty and value and goodness. Wir haben gestern Abend angefangen, indem wir gesagt haben, Gott hat eine Vision von Schönheit, Bedeutsamkeit und Wert. But the mind by itself cannot accomplish anything. Aber das Denken oder das Bewusstsein an sich kann nichts vollbringen. God needs cooperation with a body. Gott braucht die Kooperation mit einem Körper. And when a body cooperates, beautiful things can happen. Und wenn ein Körper kooperiert, dann können wunderschöne Dinge passieren. When a body doesn't cooperate, sickness can happen. Und wenn ein Körper nicht kooperiert, kann Krankheit passieren. And in the development of human history, we've got evidence of both good and evil. Und in der Entwicklung der menschlichen Geschichte sehen wir Gutes und Schlechtes, wie sich es entwickelt hat. But that is the natural part of the development of a story. Aber das ist die natürliche Art, wie sich eine Geschichte entwickelt. It's what you would expect if God is love and does not control. Und das erwartet man, wenn Gott Liebe ist und nicht kontrolliert. That things will sometimes go in a direction that he does not intend. Dann laufen die Dinge vielleicht aus dem Ruder oder in eine Richtung, wo Gott gar nicht wollte. But God is persistent in his love. Aber Gott ist beständig in seiner Liebe. He continues to draw, continues to pull us forward. Er fährt damit fort. Er tut beständig uns zu sich ziehen oder zum Guten will er uns reizen. So in the development of human consciousness. So in der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. The first stories we told about God, about ourselves and others. Sind die ersten Geschichten, die erzählt wurden über Gott, über andere und über uns. Contain some beautiful truths. Sie enthalten schöne Wahrheiten. And some deep misunderstandings. Und einige tiefgreifende Missverständnisse. That
story had to be corrected through persuasion. Und diese Geschichte musste durch Überzeugungskraft verändert werden. Not through force. Nicht durch Gewalt. God enters a conversation. Gott geht rein in diese Beziehung, in diese Konversation. Until we are ready to hear a new version of our story. Bis wir dann auch bereit sind, eine neue Version unserer Geschichte anzuhören. And this is where Jesus enters the story. Und da kommt dann Jesus in die Geschichte hinein. To retell the story. Und er erzählt die Geschichte neu. To say there's a different way of understanding God and yourselves. Und er sagt, da gibt's eine andere Art und Weise, wie du dich selbst verstehen kannst und Gott verstehen. Now, we're going to go deeper into that tonight, but that is the summary of where we've got to today. Das ist eigentlich die Zusammenfassung, wohin wir bis heute gekommen sind. And in jetzt. The context of that, I hope you can develop some questions. Und in diesem Kontext hoffe ich, dass ihr Fragen stellen könnt. Which we will do this afternoon. Das machen wir heute Nachmittag. But now we can relax and jetzt, chat and eat. Jetzt können wir uns entspannen und essen und ja. Thank you for your attention. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja.